Oh, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Novgard im Eroberungsfeldzug zusammen mit Koga. Und Utwin. Und Utwin. Und, ich sehe gerade, wir haben das letzte Level ist auch freigeschaltet worden. Faule Dorfbewohner. Oha. Gibt's einen schönen. Aber warum kann man das jetzt machen und dann kriegt man immer noch einen Bonus? Man ist ja dann eigentlich durch oder startet sich noch eine weitere Runde danach? Oder kann man das letzte Level spielen und danach noch die anderen optional? Ich glaube schon, dass man die anderen danach immer noch spielen kann. Aber der Bonus, ey, wenn man 500 Ruhm erreicht, bekommt man nochmal Ressourcen extra. Das ist kumulativ noch wahrscheinlich mit den Sachen, die ich sowieso schon mit dem Hirschclan alles reingepumpt bekomme, wenn ich Ruhm kriege. Das könnte ziemlich heftig werden. Aber gut, wir machen heute der Ruf des Bluts. Das ist ein Vorherrschaftsmodus, bei dem immer wieder ein Blutmond auftaucht, bei dem man jedes Mal neue militärische Einheiten bekommt. Kuga hat den Handelspostenbonus gewählt. Ist auf jeden Fall ein echt cooler Bonus. Ja. Kann jeder von uns beiden. Ich bin gleich wieder da, mach ruhig weiter. Ja. Bin gleich wieder. Jo, alles klar. Ja, was Handelspostenbonus angeht, mir hätte auch viel gebracht, weil ich ja kostenlos einmal Handelsposten in mein Gebiet reinbauen kann. Also, dass die keinen Platz verbrauchen, aber Kuga baut ja ebenfalls Handelsposten. Also jeder, der mindestens 2 Handelsposten hat, wird davon profitieren. Also so oder so. Ja, dann könnte man es machen, dass die Seefahrer keine Ressourcen kosten oder eben das Axtwerfer bei der Schmiede keine Ressourcen kosten. Und da ich relativ häufig Axtwerfer mache, jetzt bei der letzten Mission nicht, aber hier könnte ich es mir wieder vorstellen, wäre es eine Idee, dass ich mal sage, dass die dann gleich sofort geupgradet werden können. Das ist eigentlich ganz cool. Kann ich auch öfters diesen Bonus nehmen, dass mein Kriegshäuptling noch die Boni von meiner Kriegsmeute bekommt, dann habe ich den Axtwerfer-Bonus mit dem Doppelangriff auch immer wieder mit dabei gleich. Rabe, Hirsch, Adler, Schlange, Löwe, ist das Lux? Das ist, glaube ich, ein Lux-Clan, oder? Haben wir auf jeden Fall einiges da. Wibbe, und es ist ziemlich eklig, dass wir einen Rabe-Clan wieder als Gegner haben. Ach, geht schon los. Lul. Jo, ich habe auf bereit gedrückt. Wälder werden gepflanzt. Lumiel, tut mir leid, ich finde meine Sonnenbrille gerade nicht. Kann bitte einer von den Mods Lumiel ihre 5000 zurückgeben. Ich weiß einfach nicht, wo meine Sonnenbrille ist. Sorry. Sarah, grüß dich. Das Posten warten auf Spiele. Ich bin am Loading Screen. Wie geht's dir? Sarah, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe, die Gamescom war cool. So, 5 Sekunden warten. Und ab geht die Party. Ja. Ab geht die Party. Die Party geht ab. Gibt's hier überhaupt Holz? Lohnt sich hier eine Holzfülle dazu machen? Ich hätte gesagt, jo. War cool, aber anders als früher. Ich werde zu alt dafür. Zu alt für die Gamescom. Ich weiß nicht, Gamescom war auch für mich schon die letzten Jahre bevor Corona immer so ein Ding von, ich gehe einfach hin, um Leute zu treffen und nicht um Spiele zu spielen irgendwie. Tatsächlich. Beim nächsten Mal, jo. Dann habe ich es hoffentlich gefunden. Geht gefühlt nur noch um Twitch und YouTube-Stars. Schlucke. Die kann ich überhaupt nicht leiden. Twitch und YouTube-Stars? Ja. Ja, ich auch nicht. Twitch, was ist das, ey? Nie gehört. Wen juckt's wo? wie sich mein Pokern einfach gelohnt hat. Wahnsinn. Ich hab in meinem ersten Gebiet das erste Mal keine Holzfällhütte gebaut, hab gedacht, ich erkunde mal das nächste, vielleicht ist da ein Wald. Was ist da? Da ist ein Wald. Geil. Ist gut. Ich hab hier direkt eine Ruine gefunden. Ich kenne das Spiel nicht, worum geht's? Wie kann man das jetzt in 2 Sätzen beantworten? Novgard ist quasi so ein Survival-Aufbauspiel, kann man sagen. So eine Mischung, ein bisschen siedlermäßig, aber auch mehr mit militärischen Aspekten, mehr sehr viel mit Provinzverwaltung und Ressourcenmanagement. Also schwierig zu beschreiben. Novgard ist schon fast ein eigenes Genre, wenn man so will. Aber es ist eine Art Aufbau-Echtzeitstrategie-Spiel. Wald und Fisch, Utwin der Glückliche. Stimmt. Ja, das ist halt wirklich geil. Auch aber wenn man im ersten Jahr keine Nahrung baut, ich sag zu dem Fisch nicht nein. Ja gut, ich habe zumindest ein Jagdgebiet mit Stein gefunden, das ist auch schon cool. Aber andererseits, dann auch ein Holz gerade hin, überraschenderweise. Ja, ich habe auch irgendwie plus 5. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt ehrlich gesagt liegt. Letzte Folge hatte ich irgendwie minus 3 zu Beginn gehabt. Richtig komisch.
direkt. Aber die haben eine ganze Gaming-Halle weggemacht und daraus eine Event-Halle für die Stars gemacht. Und ich meins, nee, fände ich auch irgendwie öde, würde ich mir auch nicht angucken. Wie gesagt, für mich war Gamescom schon vor ein paar Jahren einfach nur Klassentreffen quasi mit anderen Leuten, Content-Creatern, Zuschauern und so. Das ist immer das Coolste an der Gamescom. Der Blutmund kommt, macht euch auf einen Kampf gefasst. Ja, Blutmund sieht aus wie ein Dragon Ball. Gewährt. Irgendwie schon. Gewährt alle euren Einheiten. Na, guck mal, da kam auch eine Schiffsladung mit Truppen, die jetzt auch noch die mir jetzt die Nahrung rausfressen. Ja, danke schön. Geil. Ist gut. Ich meine. Das ist richtig geil. Mega. So nice. War das N-Wort gesagt? Mega? Ich hab mega gesagt. Okay. Nehmen Truppen eigentlich auch Bevölkerungsplatz weg? Ja, ne? Stimmt, logischerweise, muss ja. Ich habe auf jeden Fall 0 von 2 Kriegsmorde. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ich habe 3 von 0. Weiß nicht, ich glaube nicht, dass sich das auf die Beliebtheit auswirkt, tatsächlich. Nö, tut's stimmt, nicht. Hast du gar nicht mit deinem Bär gestartet? Ach nee, da blieb gar keine Kriegsmorde ein, oder? Aber du hast auch einen Krieger am Anfang. Ich hab einen Krieger am Anfang, ja. Und der Krieger bringt eine Kriegsmeute. Oder es hat eine Kriegsmeute. Ah, und der Bär nicht. Deswegen kommt es auf 3 nicht, von 0. Nee. Okay, ich verstehe. 3 von 0, ja. Letztes Jahr war ich nicht da. Nee, ich war auch nicht letztes Jahr. Ich war 2019 das letzte Mal gewesen. So. Aber ich habe vor, mit Utwin und Tim nächstes Jahr zu gehen. Das wird dann, glaube ich, ganz cool werden. Viel Spaß noch. Ein Grüß an Utwin. Ich soll dir Grüße von Sarah ausrichten. Alles klar. Grüße zurück. Gut. Hört sie wahrscheinlich eh. Grüße zurück. Einfach zweimal sagen, doppelt hält besser. Ja. Alles klar. Ich hier machen? Das ist hier? Eisen ist hier, mein. Da möchte ich nächstes Jahr mal Hallo sagen. Komm, ja, ich bitte darum, Sarah. Ich bitte darum. Der einzige Grund, diese Schmutz-Influencer-Halle zu betreten. Schmutz. Guck mal Hallo sagen und wieder einmal spucken auf den Boden und wieder gehen. So einen richtig angewiderten Blick noch dazu. Dann auf den Boden ausspucken und dann wieder gehen. Ja, also ganz ehrlich, selbst wenn ich bis nächstes Jahr die 10.000 Abonnenten auf meinem RPG-Kanal knacken sollte, würde ich trotzdem mich nicht blicken lassen, ganz ehrlich. Du müsstest dich plötzlich so richtig übelst rausbrezen, müsstest du so einen Königsumhang noch holen und sowas. So wie Ronnie Coleman einfach, ja. Oberkörperfrei und dann so mit so einem richtig schlecht geformten Körper einfach so. Fettiger Bauch noch so, wackelige Arme so. So richtig unförmig einfach mit so einem Königsumhang. Richtig eklig einfach. Und mit so einer Krone von Meckes oder so. Auf der du so mit so einem Edding 10.000 draufgeschrieben hast vorne dran. Genau, ja. Das wäre schon witzig. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Fisch, das ist gut. Und was ist hier noch? Eisen. Cool. Nämlich. So, mal gucken, wie groß der Angriff jetzt beim Blutmond ist. Boah, ich sehe nichts mehr. Jo, ich merke gerade, die Sicht ist ganz schön eingeschränkt. Die kommt mal hin, wo das Silo ist. In dieser Mission kann es sich lohnen, ein paar kommende Einheiten in Arbeiter umzuwandeln. Stimmt, das ist echt ein guter Punkt. Das könnte sich dann vielleicht, ja, jetzt gerade beim Blutmond bin ich ein bisschen auf Zack, weil irgendwie... Moment, wir werden da gar nicht angegriffen, wir haben einfach nur einen Angriffsbonus auf unsere Einheiten. Ja, eben. Und die Gegner aber auch. Ja, die Gegner aber auch, aber ich habe jetzt schon voll mit dem Angriff gerechnet. Das ist echt ein guter Punkt, ey, dass man dann halt einfach die Truppen, halt in Arbeiter umwandelt. Das ist eigentlich ein mega guter Deal. Muss ich mal kurz sagen. Eine super Sache. Und Carlo Kokaina, grüß dich. Was war das denn jetzt? Das
meine Zufriedenheit auf. Meine Zufriedenheit anhand der Tatsache, dass ich jetzt hier mega Ressourcenboost bekommen habe wegen Ruhm. Der Horniometer ist wieder gestiegen. Der Horniometer ist angestiegen, genau. Genau, ich konnte 2 Handelsposten for free bauen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Oh Gott, man sieht wieder was. Oh Gott. Mist, ich brauch Heiler als nächstes. Die machen dich geiler. Mhm. 19 sieht interessant aus, kenne ich gar nicht das Game. Ja, das ist Northgard. Und schön, kannst du nochmal deine Klasse von vorhin abspielen. Ja, an sich ein Aufbau, echter Strategiespiel. Ganz kurz zusammengefasst. Ein bisschen siedlermäßig, mit Gebietsverwaltung und so. Ja. Halt ist die Walküre stark. Die rasiert mich gerade. Es ist ein Spiel, in dem Walküren nackte Wikinger rasieren. Halbnackte. Obwohl, das finde ich übrigens schön. Die Wikinger sind eigentlich. Ein paar haben Hörner auf den Helmen. Aber ansonsten hat man nicht diese stereotypischen Wikinger, sondern so ein bisschen realistischer gehaltenere. Muss man ja sagen. Wir wissen, dass das mit den Hörnern einfach nur von Hollywood dazu gedichtet wurden. Ja, ähnlich. Es gibt viele Sachen, die so Hollywood-Erfindungen sind. Auch die so von Piraten, diese Planke, die man runtergeschickt wird, ist auch so eine Hollywood-Erfindung. Sowas gab es auch nie. Echt? Jetzt hast du so ein bisschen mein Weltbild zerstört, muss ich aber zugeben, von Piraten. Ja, tut mir leid. Du kannst ja einfach wieder vergessen, was ich gesagt habe, oder du glaubst mir einfach nicht. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, ich habe morgen eh wieder vergessen, worüber wir überhaupt gesprochen haben heute. Ich dachte ja nicht, wo war der? Ah ne, hier war das. Gibt's wirklich wenig Holz? Das ist wirklich ein Problem. Ja, liebe Kinder, das ist ein Problem. Das mit den Hörnern ist nicht von Hollywood, sondern von deutschen Opern. Ja, ihr wisst doch, was ich meine. Also wenn ich sage von Hollywood, dann meine ich, das ist von Menschen erfunden aus der Neuzeit und das ist nicht historisch. Das wollte ich damit sagen. Boah, kannst du gerade ein Festmahl machen? Jo. Geil. Das rettet tatsächlich, ich habe tatsächlich so in Hinterhand gehalten für Notfälle, aber genau das ist ja so einer der Notfälle. Das steht sogar wirklich bei den Kriegern drin. Wissenswert, Wikingerkrieger tragen keine Helme mit Hörnern. Diese Darstellung stammt aus einer Aufführung von Wagners Ring der Nibelungen im Jahr 1876. So witzig. Und dann hat es einfach nur komplett Einzug gehalten in die Medien überall. Verrückt. Komm schon, ich brauche noch ein bisschen Holz für die Fische. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Komm schon, 10 Holz noch. Dann kann ich endlich eine Fischerhöhle bauen. Alles klar. Da lässt sich jemand so übelst verprügeln. Geil. Kenn ich irgendwo, ja. Kruger solidarisiert sich gleich mal. Ich weiß, dass wir keine Nahrung haben. Was soll ich tun? Wir müssen halt mal kurz den Winter abwarten, Freunde. Das kriegt ja wohl hin, oder? Jetzt plus 9, Gott sei Dank. Gut, das ist auch hauptsächlich durch Festmahl. Es kann auch sein, dass es das wieder weggeht. Ah, du hast Festmahl gerade gestartet? Ich hab Festmahl gemacht, ja. Ah, okay. Der Bonus ist noch aktiv. Ja, der Bonus fürs Festmahl ist plus 2. Durch die Fische ist es jetzt bei mir plus 13 angestiegen. Das ist gut, aber das Festmahl ist trotzdem ein feines. Und ich kann meinen Teddybären mal hier aufstellen, da kann er auch noch ein bisschen mit.
Essen holen. So, das, der nächste Blutmond braucht noch eine ganze Weile. Das ist nicht mal in Sichtweite bis jetzt. Ich müsste mir mal das Eisen, müsste ich mir mal das Eisen da oben holen. Ach, siehste, fällt mir gerade ein, ich wollte nochmal mit dir quatschen. Müssen wir nach dem Stream nochmal, hoffentlich hast du nochmal 10 Minuten Zeit. Ja, klar. Ich meine, heute machen wir eh nicht so lange, weil wir nur 2 Missionen machen. Außer die Mission zieht sich jetzt 3 Stunden, aber... Unwahrscheinlich. Ja. Oh, da kommt jetzt doch instant ein Blutmond reingeploppt. Wo kommt denn der her? Geil, wieder Truppen bekommen. Ah, daher, also. Die, ja gut, aber die lasse ich erstmal. Okay, das ist jetzt aber wirklich schlecht, weil ich jetzt weniger Häuser habe. Das Problem habe ich auch gerade, aber das sollte ich beheben können. Blutsturm ist nicht mein Problem. Hä? Komm, ich gehe die jetzt mal alle auf diese Valkyrie hier drauf schicken. Oder mache ich das? Ja, komm. Wenn ich einmal das Militär zur Verfügung habe. Mal gucken, ob die was an der Valkyrie hier ausrichten können. Eine plus, also 20 Angriffskraft ist schon stark. Aber ich krieg die geschlagen, ohne Verluste sogar. Okay. Nice. 10 Angriff. Vor allem, wie viel gibt's richtig viele von den Dingern? Das heißt, wer mehr von denen hält, der kriegt dann richtig schön Boni die ganze Zeit. Ja. Nahrungsinkommen erstmal erhöhen. Ja, läuft eigentlich gerade ganz gut bei mir. Und wie sieht's bei dir aus? Ja, man kann sich nicht beschweren gerade. Ja, im Moment ist noch alles ruhig. Kalle, der Bär, der Panzerbär. Augelüfte, oh ja, 5 Eisen, die möchte ich haben. Ja, damit. Da sieht sich Ufen einfach. Ja. Andererseits, ich könnte auch warten, bis ich den Blutmond-Buff habe und noch viel stärker zuschlagen. Wo willst du zuschlagen? Beim nächsten Summer Sale. 20. Guck mal, wie du einfach schon 416 Ruhm hast. Das ist einfach völlig übertrieben. Das ist halt hauptsächlich durch meine Skaldenhalle. Das ist schon übel. Das ist wirklich heftig. Abnormal, sage ich. Abnormal. Abnormal. Ah! Was ist das? Ich werde diese Woche mit den Aufnahmen zu diesen Säulen der Erde-Kampagne anfangen von der Abtreibung. Willst du die mal angucken? Das ist, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die war gut. Sind das dein. Ne, das sind nicht deine Truppen, ne? Da sammelt sich jemand in der Nähe. Wo? Zwischen unseren Ländereien. Ich seh's. Panzerbär an die Front. Panzerbärmann, los! Panzerbärmann, der neue Superheld. Panzerbärmann schreitet zur Tat. Du bist ein Tarni geworden. Glückwunsch. Danke. Ich hoffe, du bist glücklich damit. Ich hoffe auch. Das Glück war mir in den letzten Monaten nicht so sehr hold. Euer Clan wächst nicht, ihr braucht mehr Häuser. Danke, ich weiß es auch. Ah, Kriegsmeute. Plänkler habe ich bekommen, interessant. Ja, dem halte ich mal die Einheit. Ah,
Habe ich nochmal. Ah, doch, da hinten ist Fisch, Tatsache. Geile Sexbombe. Ich liebe dich doch. Tolums, Yoshi, dankeschön für dein Follow. Moin. Wir haben Kontakt hergestellt mit Kobolden. Wie wollt ihr mit ihnen umgehen? Exekutieren. Alle. Alle in die Kobaltmine stecken. In die Kobaltmine. Ist ja eh nur ein, ist ja eh nur ein Buchstabeunterschied. Richtig. Nein, mein Scout ist beim Erkunden eines Gebiets. Ja, zwei Buchstaben. Auswahl gehört. Okay, ich habe jetzt 10 Eisen und 5 Steine zur Verfügung. Das ist ja cool. Okay, Beliebtheit sieht auch eigentlich soweit gut aus. Also beschweren kann ich mich bisher weniger. Ich habe die Schätze noch gar nicht. Dass sie sind von unschätzbarem Wert. Richtig. Also ich mal eine Handelsroute. Mit wem? Mit ihr. Oh, geil. Handel mit Nahrung. Ja, man braucht nämlich viel Geld für Militär. Oh, da drüben ist so. Ah, der Wladimir ist da drüben. Wo? Hier, Fred Volnir, das Ding, was Wissen bringt und gleich direkt neben mir als Nachbar. Welche Himmelsrichtung? Westen. Ja, beziehungsweise Nordwesten. Ganz oben links. Heroin? Heroin. Na, das sind Ruinen. Ach, du meinst den Vogel da? Ach so, im. Okay. Jetzt wie ich einfach verstanden habe, wie du einfach random das Wort Heroin reingeworfen hast, ey. Heroin? Ja, genau, Heroin. Heroin, habe ich gesagt. Oh Gott, hör mir mal zu, ey. Wie bitte? Wie bitte? Aber das Vieh könnte echt gut helfen. Ja. Absolut recht. Jetzt mal ein bisschen mehr Nahrung gebrauchen. Könnte ich jetzt meine Beliebtheit noch ein bisschen pushen? Noch eine Brauerei bauen, glaube ich. Wäre eine gute Sache eigentlich. Da gibt es einen User, der heißt Utvinianer. Nice. Willkommen im Kult. Ja. Hier deine Robe. Ja. Umbenennen Ruhmtwin. Musst du dich umbenennen. Immer wenn wir Northgard spielen, heißt so auch Ruhmtwin. Wenn man auf OnlyFans bin, heiße ich Newtwin. Oh, nice. Newtwin würde ich ja Geld für da lassen. Zack, zack. Mit Nahrung sollte es jetzt eigentlich immer besser aussehen. Wenn ich jetzt ja noch Kram exportiere, dann muss das ja auch wirklich ein bisschen jetzt laufen. Und ich bräuchte mehr Holz. Definitiv. Ich muss auch irgendwo eine weitere Holzfällerhütte bauen. Weil ich habe eigentlich schon zwei. Wie groß aber ist denn eigentlich die Map? Ich habe noch keinen wirklichen Gegnerkontakt hergestellt. Ich weiß nicht, wo die sind, obwohl eigentlich noch 6 weitere Gegner auf der Map sind. Das ist übelst wild. Die Map scheint wirklich heftig zu sein. Leider kann man nur alle 60 Tage den Namen ändern. Tja, dann sehen wir uns in 60 Tagen wieder, ne? Hallo, grüß dich. Wie war's denn am Freitag noch? Ich hab nur Bilder gesehen. Hey, kannst du mal bitte hier das Feld besetzen? Was denkst du, wer du bist? Herr war.
Was ist das hier? Vergrabene Schätze. Weist Falkner zu, um die Reichtümer an euch zu bringen. Ja, aber das ist für einen anderen Clan, genau. Naja. Okay, also Aufgabe fürs Wochenende, Deepfake-Pornos von Utwin generieren. Hä? Das verstehe ich nicht. Ja, wahrscheinlich den Kanal Newtwin aufmachen und dann Deepfake-Pornos auch hochladen oder so. Ja, okay, verstehe. Ging lange am Freitag und war lustig, nice. Schätze sind Adler-Clan, ich verstehe. Besiedelung. Oh, da ist ein Steinkreis. Oh, ich bin bei minus 1 Zufriedenheit. Was ist denn das für eine Frechheit hier? Ja, Clan verlangt. Du hast dich nicht sehr zufrieden an. Nee, bin ich auch gerade nicht. Die Unzufriedenheit in mir steigt. Okay, ja, Holz könnte besser sein, aber es ist auch gerade Winter. Der Winter naht. Mhm. Und im echten Leben naht er auch. Wahrhaftig. Das stimmt tatsächlich, da freue ich mich drauf. Oh, ich mich auch. Endlich wieder Schnee. Wobei, es muss nicht mal schneien, aber es wäre schön, wenn es wenigstens einfach nur kalt ist. Es ist auch schwierig für mich zu sagen, welche meine Lieblingsjahreszeit ist. Herbst oder Winter, beide mag ich sehr. Herbst finde ich einfach von den Farben her und von den Landschaftsbildern mega. Weil das ist einfach die farbreichste Saison, sagen wir es mal so. Mhm. Wenn die Wälder gerade anfangen, hier so langsam die Blätter zu verlieren. Und an sich ist es auch vom Klima angenehm, der Herbst, wie ich finde. Und Winter ist halt trotzdem einfach cool wegen Schneefall und allem Möglichen und wegen Weihnachten. Also auch allgemein eine sehr gute Stimmung. Frühling ist okay. Frühling mag ich genauso wie ähnlich wie den Herbst. Nur ist der Frühling halt ein bisschen langweiliger, sagen wir es mal so. Weil alles gerade erst frisch anfängt zu blühen. Sommer ist halt einfach, da gibt es ohne große Diskussion letzter Platz. Und da ist ein ziemlicher Abstand noch zum Drittplatzierten. Also wer auch immer sich hat einfallen lassen, den Sommer zu erfinden, der gehört für mich eigentlich verprügelt, muss ich ganz klar sagen. Hey Abt, sag mal deinem Boss, dass das eine echt scheiß Arbeit war. Ja, wie, also wer sich das ausgedacht hat mit dem Sommer, also weiß ich ja nicht. eigentlich müssten wir so in skandinavische Länder ziehen. Ist wirklich so, eigentlich müssten wir das echt machen. Lass uns einfach irgendwo in Norwegen an einem See ein Haus kaufen, so 10 Kilometer vom nächsten Dorf, wo man mit einem Jeep hinfahren muss zum Lebensmittel einkaufen. Das wäre geil. Ja, vor allem wirklich so ein richtig, richtig abgelegenes Gebiet, wie es ja stellenweise, also so wie es auch stellenweise bei einigen Gebieten in Amerika so ist, dass die ja wirklich so abseits wohnen, dass die die wirklich America fuck yeah, dass die auf ihrem Grundstück einfach rumballern können und dass es irgendjemanden stört, weil keine Ahnung, die nächsten 100 Kilometer, gut, die nächsten 10 Kilometer keiner wohnt. Also, ja. Also, ja, so ein komplett fernes Gebiet zum Zurückziehen und komplett Ruhe haben, ist natürlich nice. Ja. Mitten in der Wüste von Albuquerque. Oh nein, ein Söldnerschiff! Nein, Notwind! Nein, bitte nicht! Da geht's schon wieder los. Oh mein Gott, zieht euch zurück! Und das auch noch unter diesem Blutmond. Wahrscheinlich kriegen die Söldner auch noch den Bonus. Ja, ich schätze schon. Oh, Alter, was die für einen Schaden machen, ey! Oh, das war jetzt aber unangenehm, muss ich sagen. Was ging denn da ab bei dir? Ja, die haben da fast meine Fischer getötet, meine Friedlichen. Die haben beinahe den Fischerpreis bezahlt, ne? Oh Mann. Oh, schon gut. Muss ich sagen, der war schon nicht schlecht. Oh, Schenker kriegen eine Fähigkeit. Türme bauen. Die haben den Fischerpreis bezahlt. Nee. Oh Mann. Wo ist denn der Vogel?
Winter ist geil, außer ich komme, wenn ich meine Eltern besuche, den Berg wieder nicht hoch mit dem Auto. Okay, das ist wirklich doof. Sommer 30 Grad, es gibt nichts geileres, Tal, wo ich bann dich gleich. Nein, mach ich natürlich nicht, aber ich habe kurz drüber nachgedacht. Ich werde irgendwann, ich werde genau für solche Leute werde ich einen Kerker einrichten lassen und dieser Kerker ist im Dachgeschoss. Genau, mal gucken, wie geil er dann immer noch den Scheiß Sommer findet. Boah, das wäre eine üble Foltermethode, glaube ich. Aber vor allem so ein richtiger, also so ein richtiger unisolierter Holzdachboden, so ein alter, die können ja gerne mal 40, 45 Grad werden oder sowas. Ja, mit offenem Hochsommer. Dach und Holzboden. Ja, genau. Oh Mann. Flo, danke für dein Sub mit Prime. Dann wirklich so einfach offenes Dach, überall Holzboden und Holzwände, damit es schön sich speichert, die Hitze. Ah, könntest du uns das eigentlich nochmal einen Marktplatz bauen? Hier können sie ja nicht hoch, hier ist Klippe. Dann bauen wir nochmal nach Front und Tor. Ah, nicht genug Nahrung. Meine erste Wohnung in Dresden war im Dachgeschoss ohne Isolierung, die war geil. Glaubt ihr das irgendwie nicht, dass du das echt geil fandest? Weil ich fand's nicht geil, meine erste Wohnung mit Dachgeschoss. So, Schmiede macht weiter ihr Schmiedezeug, das ist super. Es ist sehr wild, wenn man erst Dirty Swamp gespielt hat und dich erst danach in Anführungszeichen kennengelernt hat. Sehr schöne Rolle gesprochen, Manni. Dankeschön, Flo. Vielen, vielen Dank. Sag, Ria, was soll ich sie denn fragen? Wegen der Wohnung, dass du das so geil fandest? Du stehst auf ziemlich krassen SM-Scheiß. Kann das sein, Talo? So Hitze irgendwie? So Hitze-SM? Ich weiß nicht, ob man das so geil finden muss. Aber ich gönn's dir natürlich, wenn du das gut findest. Hitze BDSM. Das S in BDSM steht für Sommer. Jawohl. Das S in BDSM steht für Sommer. Sehr gut. Gefällt. So, jetzt krieg ich, Alter, ich krieg jetzt plus 16 Kohle und ich bin schon bei über 1000 Goldstücken. Das ist schon. Ich krieg langsam pervers viel Angriffskraft. Ich bin mal gespannt, was ich am Ende rausbekommen kann. Erst recht, wenn ich dann ein Heria baue. Das könnte sehr, sehr lustig werden. Ich verstehe. Hey! Ingeltore, hau ab! Ah, hat sie davon, die Ingeltore? Nee, wer kommt denn jetzt hier Griff? Oh nein, ich werde jetzt voll mies angegriffen hier. Okay, Rückzug! Warte. Rückzug! Rückzug nach Minas Tirith! Unangenehm. Okay. Die Liv, die hau ich jetzt weg. Mein Panzer mehr. Ja, die Liv hat keine Chance. Stirb. Unangenehm! Dieses Goth-Vibe werde ich hier nicht entkommen lassen. Da. Nein, wieder ein Söldnerschiff. Oh mein Gott, ich hasse das so sehr. Ich habe zwar jetzt Türme gebaut, aber trotzdem. Oh, krieg ich nicht bald mal ein paar Milizen geliefert? Danke. Hey! Oh, uncool. Was sind denn hier Wölfe? Oh gut, die Milizen haben mir jetzt auch ein bisschen den Allerwertesten gerettet. Oh, wer hat sich denn jetzt hier niedergelassen? Wer ist denn braun? Löwe-Clan. Ich höre jetzt so viele Sachen gerade, die aufploppen. Ja, okay, jetzt. Alter, was baut er jetzt hier? Eine Festung?
Eine Festung? Wo kann mit der Löwe klären? Festung? Gibt es wirklich sowas wie Burgen? Ja, mit Festungen könnt ihr einen Lord rekrutieren, der das Gebiet verteidigt. Der Löwe-Clan, ich finde den immer attraktiver, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Ich brauche die, ich will die. Die Löwen, die wissen es noch nicht. Koga mutiert einfach zum 1860er-Fan jetzt hier. Nee, Alter. Alles nur nicht 1860. Ah, ist nur zu 88% gebaut. Habe ich Goth gehört? Hi Corby. Ja, jetzt baut er hier einfach eine Festung ein. Ich krieg eine Meise. Das ist einfach voll. Selbst in Novgorod kriegst du jetzt ein Fast Castle einfach ins Gesicht. Ja, wirklich so. Fast Castle into my surrender. Die sieht doch ganz witzig aus, muss ich sagen, die Festung. Die hat 10 Angriffskraft und 10 Resistenzen. Uff, boy. Boah, okay. Ich seh schon, mit welchen Bandagen jetzt hier gekämpft wird. Ich schick mal 3 Milizen vor an die Verteidigung. Ich muss jetzt mal mehr in Militär investieren hier, glaube ich. Apropos Militär. Das ist aber leider der Hirsch. Ich habe leider noch nicht den Rabenclan gefunden. Ja, das ist leider der Adler. Der Rabe ist irgendwo weiter weg, den kriege ich so schnell nicht ausgeschaltet, glaube ich. Aber Mist, ich muss ein Haus bauen. Aber zum Glück habe ich jetzt mal 7 Beliebtheit. Kobold. Ich hab doch hier unten Stein. Geil. Dann muss ich das Gebiet entwickeln. Dann baue ich hier mal so ein Steinbergwerk. Oh, aber ich habe keine Dorfbewohner. Du hast mit mir Holzhandel gestartet. Ja, du kriegst mir extra Holz, weil ich habe jetzt 2 Helder hier. Ja. Wälder hier, dass ich den Holzüberschuss auch ein bisschen mal an dich weitergebe. Ist schon cool. Entstehen wird. Danke. Und ich kriege jetzt hier noch mehr Truppen, auch nicht schlecht. Ja, dann kann ich gleich mal den Löwenclan hier überfallen gehen. Mann, aber ich brauche jetzt mal normale Bevölkerung. Nächster Dorfbewohner hat 30% erst. Leute, bewegt euch doch mal hierher. Es ist Wahnsinn, wie riesig diese Map ist. Ich habe so was von die Orientierung verloren. So ein bisschen, ne? Hab mir wegen dir jetzt auch Foundation geholt, Killer Game. Ja, ist geil, oder? Foundation macht schon Bock. Foundation ist schon cool. Wenn man da einmal drin ist und eine Vision hat, was man bauen will, ist schon cool. Das Üble ist, Foundation weckt in einem eine Kreativität, von der man nie wusste, dass sie da ist. Weil du hast halt wirklich so viel Freiheit, Sachen zu bauen. Ja. So einfach, ne? Und dann, vor allem, wenn du sowas gestaltest, sowas wie eine Taverne oder so eine Kirche oder sowas, du bist da wirklich manchmal eine Stunde dran, so ein Gebäude zu designen, weil du nie richtig zufrieden bist und immer noch mal irgendwas anders machen willst dran. Das ist Wahnsinn. So, okay, die Festung kriege ich zum Glück relativ schnell zerstört hier. Von dem Löwenclan. Boah, schon wieder Söldner, ich flipp gleich ab. Mehr Heiler werde ich gebrauchen. Ich bin in der Nähe. Was ist das hier, eine Taverne? Cool. Ey, ich muss mir unbedingt dieses Löwenclan-Update kaufen, ey. Ich will diesen Löwenclan spielen. Ich dachte, meine Dorfbewohnerin ruft hier gleich Schü. die Schlacht gewonnen haben. Schü. So, jetzt erobere ich mir hier das eine Gebiet vom Löwe. Vom Löwenherz. Rom um 30%. Ah, Gewinn aus Handel und Hauptverkehrsrouten. Ah, pro 200 Ruhm 10%. Deswegen ging hier so schnell bei mir. Ich habe sogar einen Bonus auf diese Handelsrouten, also auf diese Hauptverkehrsrouten, mit denen ich letztens gewonnen habe. Geile Handelsrouten. Verrückt. Aus deiner Umgebung. Oh, geile Routen, das ist gut.
Und in H4 sind es geile Routen. Stimmt, der Routen-Spam, ich erinnere mich. Ah, ich kann dieses Gebiet nicht beschniedeln, weil ich minus 10 Nahrung habe. Was ist denn da los? Ach, durch die Exporte, minus 8. Nee, warte mal. Also das müssen wir jetzt mal einstellen. Hier, das geht jetzt mal nicht, die Handelsroute. Handelsroute abbrechen. Hier brechen wir auch ab. Ich muss jetzt mal Nahrung sparen. Du kannst nicht zufällig gerade ein Fest mal vom Zaun treten, nope, oder? Nope, ich habe auch plötzlich minus Nahrung. Shit. Und nicht allzu viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich plus 1 gerade mal. Kann ich das Feld ausbauen? Nee, kann ich nicht. Brauche ich 10 Steine. Kann ich Stein kaufen? Ah, nicht so viel leider. Warte mal, ich könnte hier ein... Kann ich ein Silo ausbauen? Warte mal, das könnte mir noch helfen. Ja, Silo aufwerten. Let's go. Ich frage mich, warum das so schlimm ist wegen Verbrauch. Ja, gut, wegen Verbrauch. Ich könnte mal hergehen und meine... Lenkler. Weil das ist so eine einfache. Die sind stark und haben auch nichts Upgrade. Ich würde die ungern loswerden. Hm. Ah, jetzt bin ich wieder bei plus 1, immerhin. Mann, jetzt verliere ich die Taverne hier, die hätte ich übernehmen können. Mann, ich kann nicht vom Bergclan verwendet werden, nevermind. Dann halt nicht, lul. Aber ja, ich könnte jetzt auch mal eine Schmiede bauen. Warte mal, ich habe so viel Eisen übrig. Wäre doch doof, wenn man die jetzt nicht verwendet. Dann Nahrungsgebäude mit aufwertet damit. So, wenn ich das Feld hier drüben besetzen wollen würde, nur mal angenommen, für einen Freund nachgefragt. Ja, 680 Nahrung. Wir tun sollten on the way. Sieht man das irgendwo? Ich nutze mal den Angriffsbonus hier. Angriff! Mal schauen, wie schnell das... Alter, wie schnell das runtergeht. Eieieiei, nice. So, Wut und Wut und Wut. Alter, was mein Held als Spezialfähigkeiten hat. Wahnsinn. Mein Vladimir hat wieder ein neues Gebiet entführt, das ist nice. Wobei, das war nicht so klug, dass ich dieses Relikt jetzt gebaut habe. Egal. Meister der Lehrstimmen. Der Rabe hat sein Relikt fertig. Durch das Relikt kommt bei jedem Raid ein Jotun mit. Also so ein Riese. Oh, das ist aber unangenehm. Ah. Ja. Aber gut, ich sag mal so, ich kann meine Türme for free einmal upgraden. Das mache ich jetzt mal bei dem hier, weil die immer hier angegriffen haben. Und ich habe Milizen noch hier, also ich denke schon, dass ich das abgewehrt bekomme. So, beim Rabe, als der Rabe-Clan entworfen wurde tatsächlich, da haben sich doch die Entwickler bestimmt so einen runden Tisch zusammengesetzt. So Leute, was für ein Feature würde den Spielern am meisten Spaß machen? Vor allem, wenn man gegen den Rabe-Clan spielt. War erstmal gebrainstormt. Und derjenige mit dem schlechtesten Einfall wurde nicht aus dem Fenster geworfen. Offensichtlich. Ja, definitiv. Wir sind jetzt schon über 40 Minuten drin und ich habe noch nicht einmal einen Gegner, also nur einmal einen Gegner bisher angegriffen. Also ich habe einen zumindest besiegt schon mal. Und der zweite gleich. Das ist krass, wie schnell du da vorrückst. Das ist echt Wahnsinn. Hirschclan ist eigentlich der Heuschreckenclan. Eigentlich schon, wenn ich darüber nachdenke, das ist so ein expansiver Clan, der einfach alles frisst, was auf dem Weg ist. Oh Mann. Tja. Das ist nicht schnell. Ne, der Rabe ist immer noch ewig. Ich glaube, ist der Rabe bei dir direkt nebenan? Ne, der Löwe ist bei mir direkt daneben. Na, dann ist der Rabe wirklich ganz, ganz geschützt von allen anderen KIs irgendwo am anderen Ende. Das ist ja Wahnsinn. Ist der Rabe schon so nah? Problem ist, ich komme halt nicht voran, weil ich keine Dorfbewohner bekomme, weil ich halt nur bei 1,9 Zufriedenheit bin. Und ich keine Ressourcen gerade habe, um die blöde Schenke auszubauen oder eine neue zu errichten. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem.
Alter. Überall Nachrichten, also ich habe Übersicht verloren, wo was passiert. Kennt man. Wo sind überhaupt die Kobolde, weil ich die ganze Zeit von denen gelabert bekomme? Die waren doch, glaube ich, ach, da. Oder vielleicht hier, nehme ich das Gebiet nochmal ab, Alter. Achso, habe ich schon. Achso, hier ist ja schon eine Schenke, Idiot. Na dann halt hier. Nee, ich will es nicht transferieren in Ufin. Also nicht, dass ich das Ufin nicht gönnen würde, aber... Ich kann es mir nicht leisten, das jetzt zu transferieren. Okay, sehr schön. Mal ran mit dem Alter. Doch gut Steine rein. Wie sagt man so schön, Altar vor Weisheit. Also Ruhm vor Weisheit. Mhm. Nee, das ist so bitter. Ich hab minus zwei Altar vor Schönheit, wollte ich eigentlich sagen. Meine Güte. Egal. Jetzt hab ich so versauert, das will ich auch nicht mehr. Kannst du ein Fest mal zufällig machen? Nope, ich habe große Nahrungsprobleme. Ich auch. Puh, das ist ein Problem. Jetzt wo du sagst, vor allem jetzt ist es bald Winter. Das macht ja sich wirklich besser. In der Tat. Ich bräuchte dringend dieses eine Gebiet. Okay, da ist ein Feld, das wird mir im Winter wahrscheinlich nicht viel bringen. Thorsen greift mich jetzt an. Thorsen, lass es mal gut sein. Ja. Komm mal wieder ab, yo. So, Söldnerschiff. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, da kommt ein Riese mit. Guck mal an. Oh nein, sie! Oh, jetzt hat er da einen. Oh, das ist aber fies. Okay, das ist echt asozial. Der tötet halt einfach meine ganzen Fischer und so und. Das sieht echt nicht gut aus. Also ich habe jetzt locker 4 normale Dorfbewohner verloren und ich konnte die nicht rechtzeitig zurückziehen. Das ist schon eklig. Und jetzt geht er einfach kurz bevor. Jetzt geht er einfach wieder. Das das ist so ein Troll-Clan, der Rabe. Das ist okay, ohne Scheiß. Tja. Okay, das ist jetzt wieder dieser Moment, wo ich wahrscheinlich nur noch überleben werde. Ich werde jetzt hier nichts mehr reißen in diesem Spiel. Alles klar. Das wirst du jetzt alleine machen müssen, Notwin. Aber irgendwie, warum habe ich jetzt so viel Plus plötzlich? Seltsam. Das ist jetzt echt scheiße, ey. Jetzt habe ich kein Holz und keine Nahrung mehr. Jetzt bin ich in so einer Abwärtsspirale gefangen, wo es jetzt nur noch immer schlechter wird. Scheiße, ey. Ich meine, Holz habe ich schon eine Handelsroute mit dir. Vielleicht kann ich noch eine weitere für Nahrung machen, dass du noch ein bisschen was reinbekommst. Ich muss jetzt meinen Handel überall einstellen, um jetzt hier irgendwie Nahrung und Holz zu organisieren. Wir haben alle Holzfäller und alle Naus da. Gut's getötet hier. Tja, Bergarbeiter können wir einstellen. Ich brauche jetzt jeden hier irgendwie Nahrung sammeln. Das ist richtig. Eigentlich müsste ich jetzt sogar meine Armee auflösen, um genau zu sein. Um an mehr Nahrung zu kommen. Jetzt hart belastend. Okay, jetzt bin ich Nahrung zumindest mal wieder im Plus. Brauche ich nur noch Holz. Oh, okay, Holz plus 1, Nahrung plus 1. Gut. Nice. Boah, aber das Holz. Ja, das ist jetzt wieder diese ekelhafte Abwärtsspirale, die man jetzt nur noch schwer stoppen kann irgendwie. Ich kann dir gleich noch mal ein bisschen extra Nahrung geben. Könnte ich eine doppelte Handelsroute mit? Ah, interessant. Ich könnte sogar noch mal extra. Also ich könnte richtig viel zu dir schicken, wenn ich einfach nur genug Handelsrouten aufbaue. Ich löse jetzt meine ganze Armee auf, sonst komme ich hier nicht mehr raus. Also ich bringe dir auf jeden Fall noch Nahrung. Ein bisschen. So, warte. Hä? Irgendwie.
Ah doch, wir müssen da draufklicken, okay. So und so. Müsst ihr jetzt eigentlich nochmal eine extra dir Nahrung zuschicken? Danke. Ich glaube, da ich ja überall einen Marktplatz kostenlos eröffnen darf, kann ich da, glaube ich, noch ein paar Routen zu dir aufmachen. Da ist halt auch, ich habe nicht mal Holz, um. Ach, Scheiße. Wo krieg ich jetzt Holz her? Ich kann die Holzdinger ja nicht mal ausbauen, weil ich kein Holz habe. Ich kann dir halt leider nichts zuschicken, weil ich habe eigentlich so viel. Jetzt wird es aber besser sein, wo der Winter vorbei ist. Ist besser, ja. Was ich vielleicht machen kann. Ich glaube, du kriegst die dann nicht. Ich habe noch zwei Schafe, die man deine Sachen schicken könnte, aber ich glaube, weiß nicht, ob das für dich zählt, der Bonus. Glaube nicht, nee. Wobei doch, ich glaube, sobald ein Schaf in meinem Gebiet steht, dann hätte das. Dann sollte der Bonus drauf sein, gehabt, ne? Ich schick's mal in ein paar Gebiete, wo deine Arbeiter sind. Ich glaube, das gilt aber nur, wenn halt Winter ist. Ja, es ist nur im Winter, aber da hast du ja gerade auch die größten Probleme. Vor allem brauche ich jetzt erstmal Holz, um noch ein neues Holzfällerlager zu bauen. Das ist so dieses klassische Ouroboros-Problem, so von wegen, die Schlange frisst sich selbst. Du brauchst Holz, um eine Holzfäller zu bauen. Und mit Holzfällern kriegst du Holz, aber du kannst keinen Holzfäller bauen, weil du kein Holz hast. Also, Richtig. Wobei ich Idiot hätte auch einfach am Markt handeln können. Ich habe ja genug Geld, aber das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verpeilt, muss ich sagen. So. Das hätte ich. Ich habe zum Glück mehr als genug Geld zur Verfügung. Das ist das Gute zum Glück. So, jetzt habe ich hier irgendwas gebaut, dieses Yoturumir oder wie auch immer der Shit heißt. Dieses YouTube. YouTube. Wird sich eh nicht durchsetzen, meiner Meinung nach. Nee. Ja, ihr müsst jetzt mal bitte die Sachen. So, erstmal aufwerten, ja. So, ihr verbessert jetzt mal bitte meine Holzfäller. Okay. So, du kriegst jetzt auch gleich nochmal ein bisschen extra Holz. Da kriegst du nochmal. Bist du eigentlich nochmal 0,6 bekommen? Und dann gibt's dann gleich nochmal ein bisschen was. Ja, danke. Was mache ich denn? Militärstrategie. Verteidigung. Damit so ein Mist, wie gerade mit diesem Jotun, nicht nochmal passiert. Weil das tat echt weh. Diese Tun, die, also die waren richtig schmerzhaft, muss ich sagen. Und der hat halt Dorfbewohner angegriffen, das war halt noch schlimmer. Nahrung ist auch noch nicht so optimal. Nein, die haben dieses Gebiet erobert und ich hab's mal wieder nicht gecheckt. Die haben alle Einheiten da getötet. Ach so, deshalb. Deswegen kommt plötzlich Nahrung rein, nicht wahr? Bitte sag mir, dass ich. Oh, ich kann mit der Miliz aber dagegen wirken. Oh Gott sei Dank. Das wäre jetzt echt ärgerlich gewesen. Wenn ich mit der Miliz hätte nicht mein eigenes Gebiet verteidigen dürfen. Guck mal, wer auch immer diese Hildegard. Die fromme Hilde. Die fromme und heldenhafte Hildegard erhob sich aus den Schatten, nachdem. Hier eine Vision von Ragnarök zuteil geworden war. Um diese gottlose Bedrohung abzuwenden, ist sie. Okay, sie ist tot. Ich wollte es noch vorlesen, aber sie ist gestorben. Und ich hab's nicht mal mitgekriegt, das ist schon traurig. Das ist gerade ein bisschen Game of Thrones, du hast nicht mal die Charakterbeschreibung gelesen, das ist eh schon egal, weil der Charakter weg ist. Ja, genau. Alter, nein! Jetzt kommt Rot hier und greift dieses Gebiet an, auch bitte nicht. Oh Mann. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Ich muss mal schauen, ob ich dir vielleicht. Alter, was hat denn der? 10 plus 9? Dieser Krieger? Der hat wahrscheinlich Ach, einige der von diesen. Ach, ist der Blutmond und alles Mögliche. Alter, mein Held hat plus 21 einfach. Helden, ich hab nicht mal ansatzweise genügend Dorfbewohner, um meine Gebäude zu bewirtschaften. Wo ist mein Axtwerferlager? Ich hätte doch eins. Bin echt. Das ist ein langsames Sterben, was ich hier leider vollführe. Ich schick dir gleich mal ein paar Truppen vorbei.
habe es nicht mitgekriegt, wie dort alles verreckt ist. Das passiert aber in Novgorod gerne mal, weil immer so viel passiert und du hast so viel zu tun, ja, dass du gar nicht mitbekommst, wie da Gebiete von dir verschwinden. Drei Milizen erhalten, das ist doch cool. Mehr habe ich irgendwie nicht, ne? Ja, die sind da gar nicht hingekommen, interessant. Ah, weil ich keine Kriegsmeute mehr habe, verstehe. Obwohl ich die Gebäude jetzt mal wieder in Stand setze. Okay. Dein Problem, du bist fertig hier mit Abbauen, ich verstehe. Du bist auch fertig mit Abbauen. Ah, das Schlangenklang kann die Plänkler machen. Na ja, gut, da gibt auch Sinn, dass die diesen Giftschaden haben. Schlange und so. Venom. Ich kann dir mal kurz mit dem Festmahl aushelfen gerade. Ja, das ist gut, das ist gut. Und ich jetzt hier zum Militär mal. Puppen. Wovon hast du gerade mehr. Was hast du gerade mehr Probleme? Nahrung oder Holz? Schwer zu sagen, weil ich plus 35 Nahrung, plus 37 Holz gerade kriege. Ich muss kurz warten, bis das Fest mal vorbei ist, damit ich es besser einschätzen kann. Mein größtes Problem ist, dass ich keine Dorfbewohner habe. Das ist gerade das größte Problem, was ich habe tatsächlich. Ja, du brauchst halt, wenn ich Beliebtheit irgendwo her. Mhm. Meine Beliebtheit habe ich jetzt gerade 13, was aber auch ein bisschen am Fest mal wahrscheinlich beliebt. Mach ich bessere Häuser, die heulen wegen den Häusern rum. Mir ich mal die Jäger hier. Ich muss viel mehr auf Militär gehen. Auf viel mehr Ausbildungsgebäude und so ein Shit. Ja, langsam komme ich wieder zurück hier. Langsam geht's wieder, aber. Ja, ich könnte mal wieder einen Speer einstellen. Mehr Geld dadurch. Überwinterung. Militäreinheiten haben plus 5 Angriff pro Typ verbündete Militäreinheiten im Gebiet. Ja, let's go. Ich habe das Gefühl, dass ich militärisch gerade ein bisschen hinterherhänge und ich bin der fucking Bergclan. Eigentlich müsste ich gut darin sein. Aber nicht mal das kriege ich auf die Kette. Toll. Boah, ich weiß nicht, wer das hier gerade ist. Braun, wer ist denn Braun hier? Ach, ist der Löwenclan hier. Der hat gerade so viele Dorfbewohner, Bauern in diesem Gebiet. Am liebsten würde ich jetzt mal kurz einfallen und die ganzen Bauern töten, so vergeltungsstylmäßig. Herzlich willkommen in den Reihen der Gorgana. Du geile Sexbombe. Kriegt noch einen guten Einfall. Legend96, danke für den Follow. Ja, da haben wir jetzt gleich Winter. Du kannst mir im Winter mal sagen, was bei dir gerade am dringendsten ist. Mhm. Dann also ich habe jetzt plus 19 Nahrung, plus 35 Holz tatsächlich gerade. Okay, das sieht aber gut aus. Ich muss mal hier dieses Feld zum Beispiel mal aufwerten. Das wäre dann mal eine gute Sache. Da können doch 3 Leute wenigstens arbeiten. Und ein Silo könnte ich ja eigentlich auch mal gebrauchen. Dann gebe ich dir nochmal Nahrung und so da eigentlich hinhauen. Also ich habe jetzt 600 Nahrung, also damit sollte ich jetzt locker durch. Plus 18 ist jetzt. Okay, ist gut. Also, was, bist du von 16 auf 18 durch die Handelsroute eigentlich jetzt nur so 0, irgendwas gebracht haben? Das ist natürlich interessant. Weiß ich nicht. Kann sein, dass es. Ja, ich krieg durch Importe plus 3,7. Also kann auch sein, dass ich durch andere Orte irgendwie bessere Importe noch dazu bekomme. Das kann vielleicht sein. Jetzt habe ich plus 26? Hä, das ist so random teilweise. Durch was sich das jetzt hier alles errechnet. Aber gut. Ich greife jetzt den Löwenclan an. Cool, das letzte Worte. Ja. Ich greife jetzt den Löwen an. Richard wird nicht ihr Freund sein. Hallo, ich schaue gerade eure Videos bei Utwin und
bei Odfin und Naya bin hierher gekommen, habe dort einige Tipps gegeben. Und Odfin hat sie wahrscheinlich fachmännisch ignoriert. Genau, wie immer halt. Alter, oh nein, jetzt kommt wieder so ein Drecksjotune da in das Gebiet rein. Oh, nein, jetzt, ich glaube, ich habe die Axtwerfer, die ich zu dir geschickt habe, die sind alle da. Oh. Dieser Jotun-Riese, oh, jetzt kann ich hier alles wieder abziehen. Hoffentlich reicht das doch. Ja, und jetzt haut er wieder ab. Du Dreckschwein, komm zu. Das gibt's da gar nicht. Ja, lass schnell das Gebiet einfallen, alle Dorfbewohner töten, dann wieder abhauen. Ich weiß ja, dass sie das nicht erobern, aber trotzdem, das nervt einfach, dass sie jedes Mal hier alles töten. Und das ist auch noch so ein wichtiges Gebiet, weil hier mein ganzer Fisch herkommt. Und dann segelt er wieder weg, ey. Als ob das Drecksschiff nicht einfach runtergehen würde. Wenn der da drauf ist, ey. Oh, Mann. Herrlich, das nervt. Aber gut, ich habe immerhin gerade plus 15 Beliebtheit. Also ich krieg gerade relativ schnell Dorfbewohner. Das ist schon mal gut. Bleib stehen, du Lump. Ist wirklich so, Mann. Ich hasse Winter, weil er unnötig ist. Was? Winter ist doch super geil. Das schreibt er. Wild unterwegs. Jetzt wollen wir hier oben machen. Oh ja, hey. Wie du einfach 2000 Ruhm hast, ist völlig übertrieben. Krass. Vollkommen OP. Ghost is sick. Ich habe viel zu viel Geld. Ich habe auch. Naja, wobei mein Geld ist. Ich war gerade mal bei 1300, jetzt habe ich nur noch 300. Ich habe 2500 beinahe. Alles klar. Udvin hat das Game einfach schon durchgespielt. Ich muss es halt echt mal ausgeben, irgendwie gescheit. Kannst ja handeln. Dadurch kommt das ganze Geld ja, weil ich so viel. Also, du meinst, dass ich jetzt mal so Sachen, ja, Ressourcen kaufen? So, genau, ja. Ressourcen kaufen, jo. Ja, mach ich mal ein bisschen was. Ja, gerade Nahrung ist nicht schlecht, dass ich schneller beschniedeln kann wieder. Nice. Oh, wir haben jetzt gleich wieder Blutmond. Geil. Geile Blutmonde aus deiner Umgebung. Aha. Ich beschniedel das Gebiet jetzt hier auch endlich mal. Versuche jetzt mal Richtung Löwe mal ein bisschen Progress zu machen. Ach, deshalb habe ich so viel Geld verloren, weil ich so viel Truppen jetzt mal geballert habe. Ich verstehe. Sieben von 14 habe ich aktuell. X-Volk. Aber da ist ein Axtwerferlager, was noch nicht mal fertig gebaut ist. Macht es mal bitte fertig hier. Okay, plus 5 Nahrung habe ich jetzt gerade. Kann ich dieser Wildbeuterposten über... Nee, kann nicht vom Clanbär verwendet werden. Taverne kann ich auch nicht nutzen. Kann ich ja nicht abweisen. Ich baue jetzt als erstes einen Turm rein. So, dann schöne Jagd. Kriegsmutter wird besser, das ist gut. Genug Platz ist eigentlich auch da. Oh Mann, das ist Galdenhalle. Guck mal, ist das hier schon... Nee, das ist noch nicht das Haupt... Doch, das ist... Nee, das ist nicht das Hauptlager von dem Löwendude, oder? Haus? Kathedrale kann man sogar bauen. Bogenschützenlager. Jo, hier stehen sogar Bogenschützen. Wie cool ist das denn? Ja, ich muss sowas von diesen Löwenclan kaufen, Mann, der ist ja so cool. Bogenschützen haben die halt einfach. Ja, geil. Kundschafterzelt. Seehafen. Das ist schon da cool. Da drüben ist der Rabe. Weißt du was, ich kann eh nicht gescheit vorstoßen, gerade bei mir in der Richtung. Wir stoßen jetzt einfach mal, ich stoße jetzt einfach mal bei deiner Richtung vor und mach dann im Idealfall auch mal den Raben weg, auf dem Weg. Hier ist der Rabe, hier hinten im Osten. Ja, ein bisschen weiter. Direkt das Gebiet danach, nachdem der angrenzt, neben dem Löwen. Ach, das ist doch das Hauptgebiet hier von dem Löwen? Interessant.
Holy shit. Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Bitte tu's nicht. Oh nein! Oh, zieht euch zurück. Alle weg, alle weg, alle weg. Alle raus, alle raus, alle raus, alle raus, alle weg. Lasst euch doch nicht töten. Nein. Oh Mann. Ich sehe es nicht mal, aber ich kann spüren, dass das nicht sehr erfreulich war. Das sind auch so viele. Das sind locker 8 von diesen Söldnern plus so ein Sohn des Hyrimyr. Aber krieg ich den jetzt wenigstens getötet? Wie er wieder abhauen will. Wie er es schafft. Und er schafft es halt einfach. Weil meine Truppe haben einfach aufgehört zu kämpfen. Ich verstehe das nicht. Die haben das respektiert, den Drang deiner. Den Drang des Gegners, sich zurückzuziehen. Komm, machen wir aber den Löwenclan weg und dann können wir den Rabenclan gleich danach wegmachen, dann hast du deine Ruhe. Wieso kann ich. So. Willst du mitkommen oder soll ich es alleine machen? Warte kurz, bitte. Ich muss kurz mein Hauptgebiet mal reparieren lassen. So, Löwenclan sagst du jetzt, ja? Ja, let's go. Ja. Okay, Moment. So, ab geht's. Da müssen wir bloß noch ein bisschen weiter erkunden und zum Glück ist da schon ein Speer, der das macht, das ist gut. Dass man dann auch mal ins Gebiet zum. Ah, dann, wenn das Gebiet ja erkundet ist, kommen wir gleich zum Rabenclan weiter, das ist super. Ohne Umschweife. Heieieiei. So laut sagen. Heieieiei! Genau. Neue Fähigkeit, Grenzschutz, ey. Hat sich die DDR damals auch gewünscht. Guga stolpert echt von einem Frustmoment zum nächsten. Gestern ja, einfach mal eiskalt ausgeraubt und erschossen worden. Oh, das war gestern. Wirklich, habe ich mir echt... Ja, guck mal, wir können. Komm, jetzt machen wir den Rahmen hier direkt weg. Habe ich jetzt keinen Bock mehr zu warten. Ja, ganz ohne Scheiß, Rabenclan ist halt auch wirklich so ein. Wenn du Multiplayer spielst, ist das auch bestimmt ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kannst du das trollen, aber auf der anderen Seite, du bist doch Fokusziel Nummer 1 von allen Spielern. Die wollen dich doch. Jeder will doch den Rabenclan so schnell wie möglich aus dem Spiel haben. Also, ich würde immer sofort den Raben raschen, bis der weg ist und dann kann man vielleicht auf Endgame spielen. Wirklich, ja. Fische nochmal. Ach, man kann schon weiter. Nee, das ist der Speer. Okay. Ja. Bin schon gewundert. Ja. Silo. Nee, geht nicht. Kann ich hier irgendwas ausbauen? Ja, das Silo. Perfekt. Bringt euch bloß in Sicherheit, jetzt werde ich euch alle hinrichten. Frauen, Kinder, Alte. Für diese... Die waren nämlich bestimmt auch alle auf dem Plünderboten mit drauf. Ja, richtig, die waren schuld, die haben es nämlich alle befürwortet, die haben es alle zugelassen. Guck mal, da kommt so ein Schiff von denen zurück, ey. Gleich mal eine Fackel reinwerfen. 2. Wie lange streamst du noch? Ich schätze mal, wir machen die Runde noch fertig hier. Na, und ganz ehrlich, danach ist eh nur noch ein Clan übrig. Naja. Das bedeutet, ja. Wir sind in maximal 5 Minuten durch. Endlich war es das mit diesen nervigen Überfällen. Also das hat mich echt einige Nerven gekostet jetzt hier. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Was? Nee, das war ganz subtil. Nee, echt? Nee, okay, krass. Ich dachte, ich hätte das eigentlich viel mehr raushängen lassen, dass mich das hier ankotzt. Ja, das sieht man ein paar andere Sachen eher, die da raushängen lässt. So. So wie du im Sonne mit der Dick-Cam. Ja, genau. War es endlich mit diesem dreckigen Rahmen, klar. Okay,
Okay, weiter, direkt zum nächsten. Der Rote. Der Rote. Da im Norden. Ach, dein grüner Scout, der erspäht das schon, das ist ja hübsch. Herz aller lieb. Voll entspannt. Yo, finde ich auch. Ja gut, bei Streams ist mir die Wahrscheinlichkeit höher, als Tipps wahrgenommen zu werden. Das stimmt. Eigentlich habe ich schon versucht, Tipps aufzusaugen, so gut es geht. Oh, die haben... Oh, Vorsicht, Gorga, die haben diese Verteidigungspfahl aktiviert. Die kosten nicht übelst viel Gesundheit. Scheiße. Geh mal wieder raus. Nachdem du den Turm zerstört hast, geh einfach raus. Wir können später weiter einnehmen. Die gehen ja nach einer Weile weg. So. Ich stationiere jetzt meine. Okay. Okay. Wir haben nicht mal Blutmond. Muss ich dir noch zeigen. Nein, da wird nichts gebaut. Okay, Kontrollübernahme, ja. Hier klappt's aber, okay. Ja. Alter, die eine Serie haben 10 plus ja, 19,4, ja. Alter. Ja, vor Winter was hatten die sogar über plus 20, die haben sogar über plus 20. Ich wollte gerade sagen, das wollte ich dir zeigen, weil das ist einfach übel, wie die jetzt geboostet sind hier einfach. Komplett übertrieben einfach. Koga hat nach dem Eroberungszug genug vom Rahmenclan, vielleicht will Koga später selbst mit Söldnerangriffen Vergeltung üben. Möglich sehen. Mal gucken. Bin eigentlich stiller Zuschauer, aber merke, dass es viel angenehmer ist, auch mal was zu schreiben, beziehungsweise aktiv zu sein. Ja, das ist ja auch der Sinn von einem Livestream. Das bin eigentlich stiller Zuschauer, ich habe das erste Mal gemerkt, dass man ja auch schreiben kann. Hi. Was haben die denn hier für ein Artefakt? Gleipnir. Gleipnir? Ach, das ist das mit der Falle. Okay, ich verstehe. Eine Falle ist doch eigentlich so eine Spezialfähigkeit vom Kriegshäuptling, die da machen kannst. Gleipnir stellt bei einem nicht vom Gegner kontrollierten Gebiet eine Falle. Kann bei Bedarf aktiviert werden, um Stacheln freizulegen, die einem Feind Schaden zufügen und ihn verlangsamen. Während er sich in der Falle befindet, hält 30 Sekunden an. Das ist das, was ich hier gerade gespürt habe. Mhm. Müssen wir denn da jetzt hin, um den auszuräuchern, den Roten? Das muss ich, glaube ich, noch aufdecken. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht so richtig entdeckt. Ach, das ist das, was da in diesem... Ah, okay, kann sein, dass das... Ja, ich weiß, dass du... Ja, das, was du gerade da erkundest. Ja, genau da. Mach die Vorhut. Überfall die Schwachen und Krüppel. Wie der Turm wegrasiert wird. Wupp. Alter, wie diese Riesenstreitmacht da jetzt bereit macht, da gleich dieses unbewaffnete Dörfchen da zu überfallen. Vom Lux-Clan. Ja. Das müsste Lux sein, oder? Zur Hölle mit ihnen allen. Was hier im Chat geil ist, dass hier nicht so viele Zuschauer sind. Ja, das finde ich halt auch angenehm bei kleineren Streams. Irgendwie, wenn da nur so 50, maximal 100 Zuschauer sind oder so, dass man da halt im Chat schreiben kann und immer noch irgendwie die größte Chance hat, um mit das, ja, also, dass man halt bekommen will. Bei mir so, wenn es dann so 300, 400 sind, da geht das auch immer noch. Also ab 1000 das fängt es dann spätestens an, habe ich bemerkt, dass es dann stellenweise schon ein Ausmaß an. Jo. Ja, das war's. Kann man. Jetzt nenne ich die Folge so. GG's. Hä, Utfin liest Chat? Ja, das macht Utfin manchmal auch. Doch. Also ist jetzt bei Koga nicht aktiv, aber wenn ich streame, lese ich eigentlich immer deinen Chat so gut es geht mit. Also, ich glaube, es war auf deinen Chat bezogen. Ja, mein Chat, ja, eigentlich für gewöhnlich schon. Also ich versuche es so gut es geht. Ich meine, hier und da gibt es Augenblicke, wo ich mich konzentrieren muss, aber ich versuche eigentlich so gut es geht immer wieder mal drauf zu gucken. Ich dachte, du sagst jetzt, ich versuche es eigentlich schon so gut wie es geht zu ignorieren.
Nice. Der Kellmesser, Konkert. Ich kam, ich sägte, ich eroberte was. nice. Habe ich wenigstens irgendwas in der Statistik gerissen oder ist wieder nur Utwin der große Sieger hier? Ausbreitung einfach nur. Aber ich merke schon, dieses parasitäre Ausbreiten geht gar nicht so sehr, weil ab dieser Gebietsgröße, die ich jetzt hatte, wird es langsam mit den Nahrungskosten echt eklig weiter zu expandieren. Mhm. Also ich hatte jetzt am Ende plus 44 Nahrung, aber einen Verbrauch von 78. Das ist schon heftig. Die Diplomatie von dem einen Typen, Wahnsinn. Bevölkerung. Bevölkerung ist auch lustig, wenn du bei Development drauf gehst, das letzte Bevölkerung, wie die alle so fallen, wie solche nassen Säcke auf zwischenzeitlich so. Wie so die Treppe runterfallen einfach. Ja. Ja, war nice auf jeden Fall. Dann haben wir nur noch zwei Missionen vor uns. Die eine, wo der Ziegelclan dabei ist, und dann noch die letzte. Ja, hoffen wir mal, dass das bis nächste Woche gefixt ist. Ja, hoffen wir mal. Ich meine, wenn es wirklich ein gravierendes Problem ist, dann machen die hoffentlich einen Hotfix hinterher. Werden wir sehen. Die können es natürlich auch einfach sein lassen. Kann man auch machen. Auch. warum... Oh mein Gott, ich dachte schon fast, das wäre jetzt abgeschmiert. Stell dir mal vor, wir hätten das jetzt nochmal spielen müssen. Das wäre wirklich Druck, bitte speichere. Ich glaube, es ist automatisch gespeichert. Pass, oh, jetzt bin ich raus. Upsi. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier dann das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und dann, ja, haben wir noch ein normales Gefecht vor uns und dann geht's zum Finale und dann sind wir durch mit unserer ersten Eroberung in Novgard. Jawohl. Ach, gibt's mehrere? Im Grunde sind ja immer random generiert mit allen Boni, die du machen kannst. Und man kann immer einen anderen Clan wählen. Also ja, man könnte auch mehr andere Eroberungen machen. Ach so, in der Hinsicht. Okay. Also man könnte einfach nochmal einen neuen rein starten, aber das kann man sich ja in einigen Jahren vielleicht irgendwann nochmal angucken. Und dann können wir mal, kannst du ja vielleicht mal den Löwe-Clan angucken und ich spiele irgendwann auch irgendwas anderes. Dann könnte man mal da irgendwas machen. Oder ja, in einigen Jahren oder in einem Jahr oder sonst irgendwie, wenn sich's mal anbietet. Ja, ist richtig. Weil ich merke schon wirklich eine Weile Novgard, ich meine, es macht Spaß, aber es ist dann sehr häufig immer dasselbe. Ja, und irgendwann denkst du einfach mal, okay, jetzt erstmal eine Pause und irgendwann kann man mal weitermachen, das wäre eine Idee. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, keine Ahnung, 3 oder 4 Monate nur Novgard zu spielen mit der Expedition, weil das ist irgendwie, wie gesagt, irgendwann hast du halt immer den gleichen Ablauf. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal zu unserer letzten Aufnahme insgesamt und zur vorletzten Folge, höchstwahrscheinlich. Bis dahin, bye bye.